So, und damit willkommen zurück. Jetzt muss ich nur kurz schauen, ob die Aufnahme passt. Wahrscheinlich wird dieses Schlagzeug, das gerade mal noch 2 Minuten dauern, das war's, aber ich kann es nicht ändern. War nämlich wirklich was, ja, nicht super dringendes, aber schon was Wichtiges. Ja. Und ich habe Hunger. Ich habe mir Kloppo geholt. Schmeckt verflucht gut. Ich weiß, es ist böse, man sollte es nicht, aber ich habe das Anrecht, auf YouTube zu zeigen, wie ich esse. Das darf ich. Na, ich könnte mich verklagen, aber ich esse, wenn ich Hunger habe. Und ich habe jetzt wirklich Hunger. Ich muss nachher noch einkaufen gehen. Ich will nicht einkaufen gehen. Aber ich könnte euch mal alles erzählen, was ich einkaufen werde. Zum einen Frühlingsrollen. Muss gucken, ob ich noch aufnehme. Passt, 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 passt. Ja. Das zum einen. Zum anderen. Also erstmal die Gemüse. Ja, genau, Gemüse. Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung. Ohne Huhn, Schwein, Rind oder so ein Zeug. Ich glaube, die heißen bei uns Edeka Firma Golden Rolls, die ich hole. Schmeckt mir ganz gut. Dann Reis, definitiv Reis, Beutelreis, normalen Reis haben wir noch. Vielleicht Mais, weiß noch nicht. Tofu werde ich holen. Wahrscheinlich ein Paket, vielleicht auch zwei. Mal schauen. Ich mag Tofu, weil den kann man schmecken lassen, wie er will. Also ein, zwei Dingsfixe vielleicht, so Paprikaram, Schnitzelfixe oder so weiter. Mal schauen. Ich mache zwar kein Schnitzel, aber was ich gern mache, ist so eine Tofu-Reispfanne mit Gewürzfix. Und dann halt für Paprika und Mais und anderes Gemüsezeugs rein. Das ist immer ganz gut. Dass ich hier nicht bauen kann, ist. Ui, da hat jemand einen Wirbelsturm. Wie ist das denn? So, du gehörst jetzt bitte mir. Danke. So. Und wenn der heilt. Ah, heilt er meinen auch. Ah, da muss ich gleich ausbilden. Das wird doch ein bisschen eine längere Schlacht. Schnell weglaufen. Aber ganz schnell weglaufen. Ganz schnell weglaufen. So, wo sind wir jetzt? Da. Nudeln und Tomatensoße werde ich mir holen. Was noch? Ah! Feta-Käse. Der ist immer gut. Und dann. Ich dachte vorübergehend, der gehört mir ja immer noch. Lol. Genau, Feta-Käse. Puh, was noch? Es ist nicht so ultra viel, was ich brauche. Fisch habe ich noch da. Ansonsten. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, da ist schon wieder der blöde Dingsbums. Troll. Was denn noch? Vielleicht Spezi? Habe ich. Pommes und Chicken Nuggets. Ja, genau. Fritten und Chicken Nuggets. Die brauche ich. Mayo haben wir noch. Ja, die Elben hier. Elende Kreatur. Das ist so gut. Das ist halt mies. Ansonsten. Pizza ist auch noch eine da. Die esse ich auch voll selten. Von dem her. Ne, passt das schon. Und ansonsten. Oh, dann halte ich. Das ist aber eine schwache Heilung. Naja, egal. Und sonst. Boah, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, ob ich da noch was habe, was ich brauche. Oder nicht. Wird mal sehen. Chips vielleicht? Ja, Chips sind immer so. Elrond ist gefallen. Lol.
Was krass wäre, wenn ich den jetzt in der Festung ausbilden könnte. Das wäre ganz böse, aber ich glaube, das geht zu weit. So, Gollum, ja. Und sonst? Puh. Sonst? Was könnte ich noch brauchen? Ramafett, ja. Weil ich nicht immer nur gern mit Öl mache, sondern auch mit Fett. Wieso nicht? Also ich bin nicht so der Typ, der gern mit Käse überbackt oder halt viel mit Butter macht, aber so mit Ramafett kochen mache ich schon gerne. Ja. Und ansonsten vielleicht mal wieder ein, zwei Päckchen Sahne, falls ich mal irgendwas Größeres kochen will. Kann man immer brauchen. Eigentlich müsste ich noch zum Norma. Ich habe fast keine Schokolade mehr. Wahrscheinlich muss ich heute mal gescheit einkaufen. Ich hasse es. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Ich muss. Es wird mich nicht retten, nicht zu wollen. Dann gehe ich zum Norma. Vielleicht haben sie wieder die Rips. Wenn sie die Rips haben mit dem Chili-Geschmack, das wäre so toll. Weil letztens hatten sie nur noch die salzigen. Neu. Naturell, nur mit Salz. Bläh, langweilig. Sie schmecken nicht schlecht, aber langweilig. Und die Chili-Chips sind so gut. Vor allem. Ihr müsst es mal probieren. Also für Riffles habe ich das Geld nicht. Das ist zu teuer. Da kostet eine Packung, keine Ahnung, 1,80, 2 Euro. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu teuer für mich. Vor allem, weil da keine 200 Gramm drin sind, soweit ich weiß. Obwohl Chili-Riffles voll gut schmecken. Was ihr probieren könnt, und ich rate es. Es gibt, mein Vater hat das mal früher immer gemacht mit diesen Schweineschwarten. Also da gibt es auch diese Snacks, die so aussehen wie so Bacon-Schinkenteile, so kleine. Heißen halt irgendwie so, keine Ahnung. Egal. Die mit Frischkäse waren geil, aber Rips. Chili-Rips. Mit Frischkäse. Und da gerne auch Kräuterfrischkäse oder sowas. Wow, ihr werdet die ganze Packung und die Hälfte von dieser 300 Gramm Packung Frischkäse wegschaufeln wie nichts, weil das so heftig gut schmeckt. Es ist echt abartig, wie gut das schmeckt. Also wenn ihr richtig zulegen wollt, dann boom. Auf mich hat das irgendwie nie so einen Effekt, wenn ich so esse. Was sonst? Ich nehme da nicht zu. Klar, ich kann das nicht jeden Tag machen, aber wenn ich da mal eine halbe Packung kipp mit Frischkäse, nö. Macht irgendwie nichts. Aber das ist saumäßig lecker. Also, wahrscheinlich fahre ich heute zum Norma vorbei und schau mal, ob sie das da haben. Weil mit Paprika, die sind auch nicht schlecht. Das Schöne ist halt, die haben nicht die Riffles, die haben Rips. Das sind auch geriffelte Chips, aber schmecken tatsächlich fast noch besser als die originalen Riffles. Also Chips vom Norma, vom Pfiff, kann ich nur empfehlen. Da kostet eine Packung 1 Euro, aber der Geschmack ist besser als die von Funny Frisch oder von Crunch Chips. Es ist wirklich besser, finde ich persönlich. Kann man nicht anders sagen. Also da haut's rein. Muss ich echt mal gucken. Aber das ist ja egal. Wie gesagt, einkaufen muss ich halt heute, ne? Weil ich muss noch kochen, denn. Also normalerweise, ich könnte auch irgendeinen Müll in mich reinschaufeln. Würde ich auch machen, aber. Ich habe heute vor, was anzugucken. Und zwar schaue ich sehr gerne Joko gegen Klaas Duell um die Welt. Und das ist eine sehr gute Sendung, wie ich finde. Eine sehr spaßige Sendung. Und da will ich was Gescheites essen. Da will ich statt Wasser mir mal ein Spezi gönnen. Was wirklich Leckeres, Heißes, was. Wo der Geruch allein schon einem den Geschmack auf die Zunge brennt. Wirklich gut. Ja. GG. Sowas halt. Und dafür muss ich halt kochen. Das Zeugs brauche ich da. Mache ich heute eine richtig geile Tofu-Reispfanne. Danach kann ich mir noch Chips gönnen mit Spezi und Schoki und. Wahrscheinlich nehme ich heute kein StarCraft mehr auf, auch wenn ich es müsste, aber weiß ich noch nicht. Gewonnen! Yes! Rauszoomen, rauszoomen, rauszoomen!
Gewonnen! Wir haben es geschafft, Jungs und Mädels. Und alle anderen Formen dazwischen. So. Ist halt schon erstaunlich, ne? Bei Gebäuden nicht so, aber bei Einheiten war ich von Anfang an immer ganz weit vorne. Ja. Krass. So. Zeit in der lebendigen Welt, okay. 30 Runden, 22 Runden, 28, 30, 14. Gebäude. Wow. 25 Kasernen, krass. Erstellte Einheit. Ich habe auch die meisten verloren, aber gegen 5 ist es klar. Verhältnis, gut. Besiegte Einheiten. Wow. Okay. 116, 11, 7, 12, 12, 15. Was war das? Verloren. Die am meisten. Nur 18 Stück? Siege, Niederlagen. Also auf alle 6,5 Siege kommt eine Niederlage. Das ist nicht schlecht. Gab's eine KI, die... Nee. Die war noch mit am besten. Jede dritte Schlacht gewonnen. Ja. Obwohl. Nee, das ist... Doch. Das ist das Trickige. Man denkt hier ja 0,48%. Nein, genau. Man denkt hier 0,48% ist es aber nicht. Denn es geht hier um das Verhältnis Siege-Niederlagen. 1 zu 1 wäre 50%. Das hier ist vielleicht sogar bloß 25% Siege. Weiß ich nicht, müsste man mal berechnen. Aber da bin ich mir sicher, weil 1 zu 1 wäre 50%. Ja. Genau. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Cool. Damit war's das mit diesem Ringkrieg. Huh. Dann mache ich jetzt als nächstes die Elben. Da werde ich einen neuen starten. Das quetsche ich jetzt hier noch rein. Ah nein, das mache ich in der nächsten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Und dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.